Die schöne, starke isländische Königin Brunhild mal anders. Die begehrte Königin kann sich kaum vor Anträgen retten. Die Bedingung, sie zur Frau zu bekommen, ist aber, sie zu besiegen. Ihre scheinbar übermenschlichen Kräfte konnte bisher kein Mann bezwingen. So beginnt das Stück Nibelungen des Landestheater Schwaben. Dabei sind vor allem die ausgefallenen Kostüme interessant. Der Held Siegfried wirkt wie ein Rockstar im Suff von Alkohol und Drogen. Das Recht, das Stück anders zu präsentieren, behält sich der Regisseur klar vor. Ein Theaterstück entwerfen, Regie, Schauspiel, Kostüme, Maske, ist eine Frage der Freiheit. Man liest einen Text, man interpretiert einen Text, nimmt einen Popsong, irgendjemand schreibt einen Text, dann macht irgendeiner die Musik dazu und dann setzen sich heute Videoleute hin und überlegen sich, was sie da für ein Zeug zu filmen. Ja? Das ist manchmal toll und manchmal Blödsinn. Ne? Aber das wird dann mit einer ganz großen Fantasie, oft völlig uninteressant, was da für Inhalte in der Musik sind, umgesetzt und diese Freiheit nimmt sich das Theater natürlich auch. Im Gegensatz zu den anderen hat Gunther, der König der Burgunden, Hilfe. Der König Gunther war noch nie. Sein starker Freund Siegfried hilft ihm, mit einer Tarnkappe Brunhild zu besiegen. Denn Gunther hat Siegfried die Hand seiner schönen Schwester Kriemhild versprochen und ihn so an sich gebunden. Arrogant und rücksichtslos wirkt der Held, dem Klischee eines Rockstars entsprechend. Inklusive Groupie in Form seiner Frau Kriemhild. Ich finde das sehr spannend. Also für mich als Schauspielerin ist natürlich ein Kostüm etwas sehr Wichtiges. Und also finde ich ganz extrem in diesem Stück geben die Kostüme einem ein sehr gutes Gefühl und helfen einem irrsinnig bei der Rolle. In Burgund angekommen bleibt die isländische Königin hochnäsig und stur. Sie lässt König Gunther nicht die Ehe vollziehen. Also muss Siegfried nochmal helfen. Dabei entreißt der Brunhild ihren Gürtel. Den findet später Kriemhild und so erfährt sie, dass Siegfried ihrem Bruder wieder geholfen hat. Das macht sie wütend und eifersüchtig. Dazu kommt noch die herablassende Art von Brunhild. Letztlich verrät Kriemhild ihr, wie Gunther sie in das Licht geführt hat. Im Zentrum unserer Arbeit stand das Thema Rache. Also was bedeutet Rache und wie funktioniert Rache? Und wie funktioniert Rache in so einer Sippe? Also die Nibelungen sind ja auch eine Familiengeschichte. Und ich glaube, da kommt einem manches ziemlich bekannt vor. Ja? Was wir so alles anstellen mit vermeintlich guten Gründen, dabei wollen wir uns nur schadlos halten für all die Dinge, mit denen wir nicht fertig werden. Wir rächen uns quasi an den Menschen dafür, dass wir mit dem Leben nicht klarkommen. Und Rache verlangt auch die betrogene Brunhild. Sie will Siegfrieds Tod und Hagen, ein Gefolgsmann Gunthers, erklärt sich bereit, sie zu rächen. Der Mann muss sterben! Er geht zu Kriemhild und erfährt von ihr mit einer List, wo Siegfried verletzbar ist. Die Königin ahnt schon, dass sie einen Fehler gemacht hat. Auf der Jagd ersticht Hagen den Helden. Jetzt ist es an Kriemhild, Rache zu üben.